Was Ihnen am meisten Sorgen bereitet, ist die grassierende Unkenntnis darüber, wie Algorithmen und intelligente Maschinen funktionieren. Inwiefern ist diese Unkenntnis eine Gefahr? Wir hören natürlich von Beispielen aus dem Umfeld von Big Data. Da geistert was durch die Presse beispielsweise, dass Daten über uns gesammelt werden, dass wir analysiert werden, dass Prognosen erstellt werden. Also ich denke ganz konkret an das Beispiel der Handelskette Target. Da ist ein Mädchen als schwanger eingestuft worden, das, ich sage mal in Anführungsstrichen, quasi selbst noch nicht wusste, dass es schwanger war. So war es natürlich nicht, aber sozusagen ist es so, dass Software schneller weiß, was mit uns los ist, als wir selbst. Ja? Diese Beispiele, von denen hören wir, aber es besteht natürlich eine große Bildungslücke und Informationslücke in der Bevölkerung, wie es überhaupt zu diesen Ergebnissen kommt. Ja, wir hören Big Data, wir werden analysiert, es werden Prognosen erstellt, aber wie kommt es dazu? Und da muss man sagen, dass in diesem ganzen Umfeld von Big Data Technologien tätig sind oder jetzt inzwischen sich entwickeln hinter dem Bildschirm unserer Browser aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus diesen Daten neue Informationen, relevante Informationen zu generieren. Und das ist nicht bekannt und die Gefahr wird unterschätzt, denn wenn wir Daten generieren und geben, dann wäre es kein Problem, wenn die in separaten Datensilos liegen würden und niemand würde es weiter anschauen. Aber das Problem ist, das wird hier zusammengeführt, da entsteht etwas, das ja mehr ist als unser digitaler Zwilling. Das ist etwas, was ich als virtuellen Zombie bezeichne, weil da ein Bild, ein Spiegelbild von uns hinter dem Bildschirm entsteht, von dem wir gar nicht wissen, dass er da unterwegs ist. Und von dem wir auch nicht wissen, ob es richtig ist. Inwiefern wird denn das unterschätzt oder nicht adäquat wahrgenommen? Weil das ist ja schon sehr lange ein Thema, Big Data und viele nutzen die ganzen Gadgets, die intelligenten Geräte, geben ihre Daten preis. Haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass die Leute das völlig unterschätzen, was dahinter den Geräten passiert? Ja, auf jeden Fall, weil die Welt vor dem Bildschirm ist ganz anders als die Welt hinter dem Bildschirm. Wenn wir beispielsweise mal auf die Bepreisung sehen, dann haben wir in der Welt vor dem Bildschirm billige bis kostenlose Apps. Ja, die Menschen nehmen das sehr gerne in Anspruch, aber hinter dem Bildschirm entsteht ein komplett anderes Ökosystem aus Millionen, Milliarden schweren Systemen, wo richtig rein investiert wird, wo wir eigentlich ja in anderen Industrien schon länger etwas sehen, was wir als algorithmisches Wettrüsten bezeichnen. Da geht es wirklich darum, wer hat den besten Algorithmus, die beste Datenfusion, die beste Datenanalyse, die beste Prognose. Das sind Dinge, die in der Industrie entwickelt worden sind und in der Industrie im operativen Einsatz sind. Davon wissen die Bürger und Konsumenten nichts, weil es einfach wenig Berührung gibt mit der Industrie. Welche Folgen das haben kann, das haben Sie ja geschildert, am Beispiel des Bankencrashs 2008. Inwiefern haben hier die Risikomodelle der Wall Street Mathematiker, wie Sie das genannt haben, versagt? Es ist so, dass diese künstlichen Intelligenzen, die hier entstehen, von Experten gebaut werden. Da spielt Mathematik eine enorme Rolle. Wir haben die Mathematik ja in der Vergangenheit immer dazu verwendet, etwas historisch zu erklären, die Natur zu erklären. Und jetzt sind wir eben so weit gekommen, durch Verbesserungen auch Hardware und der Rechenkapazität, dass wir ganz aktiv mit der Mathematik auf die Zukunft einwirken können. Bei dem Bankencrash 2008 hat die Mathematik eine große Rolle gespielt, natürlich nicht die einzige, da gab es andere Probleme auch, aber wir haben hier gesehen, dass strukturierte Finanzprodukte entwickelt worden sind, weiterverkauft worden sind, eben ganz speziell in diesem Hypothekarumfeld. Amerikanische nachrangige Hypotheken wurden gebündelt mit anderen Krediten, wo man dachte, naja, das ist hier kein Problem, dass die Kredite zurückgezahlt werden. Und diese ganze Strukturierung von Produkten, die basierte auf finanzmathematischen Modellen. Und in diesen finanzmathematischen Modellen wurden eben manche Risiken stark unterschätzt. Also die Mathematiker haben manche Variablen, die sie in diese Modelle eingebaut haben, betrachtet, wie die sich verhalten könnten und sind davon ausgegangen, dass beispielsweise das Risiko, dass der Hypothekarmarkt, der Immobilienmarkt in den USA komplett zusammenbrechen könnte, dieses Risiko haben sie zu schwach eingeschätzt mit den Folgen, die wir eben hier kennen. Wie gesagt, das war nicht der einzige Grund, aber hat mit eine Rolle gespielt, weshalb es hier zum globalen Crash gekommen ist. Hat die Börse daraus gelernt?
Wir haben seit 2006 etwas, das sich Hochfrequenzhandel nennt. Wir haben also hier einen anderen Weg genommen an den elektronischen Börsen oder an den Börsen überhaupt. Der Hochfrequenzhandel ist ein Maschine-zu-Maschine-Handel. Rund 80% in den USA ist Maschine-zu-Maschine-Handel. Da sehen wir sehr wohl Probleme. Also die Algorithmen sind hier sehr schnell, die handeln im Milli- bis Mikrosekundenbereich, ohne dass ein Mensch irgendwie auf diesen Handel einwirkt. Und wir sehen hier schon Probleme, wenn sich beispielsweise Algorithmen irgendwie stauen, verhaken, wie auch immer an den Plattformen, wenn sie den besten, billigsten Preis für einen Titel nachjagen. Da kommt es schon zu Ausfällen bei den Plattformen. Man sieht allenthalben und hört jede Woche, auch in der Financial Times, dass die Nasdaq unten war für mehrere Stunden, dass die Börse in Singapur ausgefallen ist für mehrere Stunden. Das hat damit zu tun, dass hier Fehler auftreten in diesen Algorithmen. Und wir stehen eigentlich als Menschen nur daneben und beobachten das und können eigentlich gar nicht mehr eingreifen, weil das in einem Tempo stattfindet, diese Probleme, dass wir nichts mehr tun können. Wir können nicht mehr eingreifen. Und diese Probleme, die hier auftreten, sind beispielsweise eben auch Mikrocrashs, ultraschnelle Vorfälle, wo die Börsen zusammenbrechen für einen kurzen Moment, sich dann glücklicherweise wieder erholen. Aber die Frage ist, kann es nicht einfach passieren, dass sie sich nicht mehr erholen? Und dann haben wir einen globalen Schneeballeffekt. Und es kann sein, dass wir innerhalb von Minuten weltweit die Börsen zusammenbrechen sehen. Das heißt, hier gibt es wirklich Verbesserungs- und Handlungsbedarf, was den Umgang mit Algorithmen und Maschine-zu-Maschine-Handel anbelangt. Bedrohlich werden lernende Algorithmen ja nun auch. Das beschreiben Sie, weil Sie jetzt in unsere Alltagswelt hineintreten. Sie nennen das die zweite Kommerzialisierungswelle, dass jetzt sozusagen auch jeder Bürger direkt im Alltagsleben davon betroffen ist. Und ich will mal das Beispiel Bezahlen nehmen. Das wird ja auch zunehmend elektronisch oder eigentlich so gut wie nur noch elektronisch abgewickelt. Und bald wird es vielleicht auch soweit sein, dass wir über unser Mobiltelefon zum Beispiel bezahlen und Unmengen von Daten an die Unternehmen liefern. Welche Möglichkeiten haben denn die Unternehmen dann, uns als User zu manipulieren oder zu überwachen? Die Überwachung findet ja in dem Moment statt, in dem Sie elektronisch bezahlen, mit Lastschriftverfahren bezahlen, mit Kreditkarte bezahlen. Da gibt es natürlich mehrere Probleme. Das eine ist, dass diese Daten, ja, im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, verfügbar sind. Ihre Kreditkarteninformationen finden sich auf Listen wieder. Mit diesen Listen wird gehandelt. Ja, also es gibt Data Brokers, diese Kreditkarteninformationen, die liegen nicht einfach irgendwo rum, die schwirren im Netz herum. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsproblem und da geht es auch um Ihren Geldbeutel. Also Sie sind da durchaus in Gefahr, was das Finanzielle anbelangt. Es kann sein, dass von Ihrer Kreditkarte mal was abgebucht wird, was nicht hätte abgebucht werden dürfen, weil es eben aufgrund krimineller Energie geschehen ist. Mir ist das selbst auch schon passiert. Ich kenne IT-Rechtler, die sagen, sie arbeiten an diesen Kreditkartenverträgen mit, an elektronischen Lastschriftverfahren. Sie wissen, was damit passiert. Die zahlen nichts mit elektronischem Lastschriftverfahren oder Kreditkarte. Ich kenne einen von diesen Menschen, die mitarbeiten an diesen Verträgen, die sagen, ich habe nicht mal eine Kreditkarte, also ich bin komplett abstinent. Das wird natürlich immer schwieriger, weil wir hier auch reden teilweise von Abschaffung des Bargelds. Also wir werden hier immer gläserner, immer transparenter. Kenia beispielsweise arbeitet sehr stark an diesen Mobile-Payment-Verfahren. Mit der Idee, hier der erste prototypische Staat zu werden, der nicht mehr mit Bargeld arbeitet. Das bedeutet natürlich, dass sie komplett transparent sind, wo sie sich bewegen, was sie einkaufen, wie sie sich verhalten, wie ihr Finanzbedarf ist. Und das Problem, wie gesagt, ist eben die Zusammenführung dieser Daten, dieser vielen verschiedenen Daten, die sie überall hinterlassen, in ein Lagebild, in eine Situationsanalyse. Man kann sich sehr gut ein Bild über sie machen. Und da wird es dann eben kritisch, weil dieses Bild, dieser virtuelle Zombie, von dem ich schon gesprochen habe, eben auch weiterverkauft wird. Der zieht dann seine Kreise im Internet. Sie wissen nicht, wo der ist. Sie wissen nicht, was der tut. Schicksal kann für sie eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir hier so weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun.
Sie sprechen ja auch von der Unschärfe der Algorithmen, dass die ja nicht ganz genau präzise Daten zusammenführen und analysieren können, weil immer irgendwelche Informationen fehlen. Welche Fehlanalysen können denn daraus entstehen? Also die Unschärfe bezieht sich zunächst mal einfach auf das Design dieser Algorithmen, also diese künstlichen Intelligenzen, von denen wir sprechen, Optimierer in der Regel, die arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist mal die erste Unschärfe. Wenn ich sage, mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit bekommen Sie Krebs, weil Sie so analysiert sind, weil man vielleicht Ihre Gesundheitsinformation kennt. Ich sage nur eben Fitnessarmbänder und Ähnliches. Das wird ja teilweise in der Cloud gespeichert. Und wenn ich eben Data Brokers habe, die mit dieser Information weiterverfahren, dann kann die irgendwo herumschwirren und man kann vielleicht seine Schlüsse daraus ziehen. 30% werden Sie vielleicht an Krebs erkranken, nur 70% Wahrscheinlichkeit, dass Sie gesund bleiben. Dann ist hier schon eine Unschärfe, weil man einfach sagt, okay, ist das denn ein richtiger Wert, den wir berechnen? Natürlich ist der mathematisch richtig berechnet, aber ist denn diese Klassifizierung eigentlich auch tatsächlich richtig? Aber eben diese Systeme arbeiten mit dieser Form der Unschärfe. Das zweite Problem ist natürlich das, dass wir sagen müssen, ja, auf welchen Daten wird denn das überhaupt berechnet? Sind die Daten aktuell? Sind die Daten vollständig? Sind die Daten korrekt? Ja, da denke ich beispielsweise an Unternehmen wie Kreditreform, die Credit Scorings machen und unsere Kreditwürdigkeit bewerten. Die haben vielleicht, sag mal, 20 Variablen, das heißt also 20 verschiedene Daten, die sie anschauen möchten. Und davon haben sie vielleicht keine Information von ihnen, sondern sie haben vielleicht einfach nur die Information, wo sie wohnen, ihre Adresse. Dann kann es natürlich sein, dass in diesen Modellen dieser Fakt, wo sie wohnen, so überhand nimmt, dass ihr Credit Rating eigentlich nur auf der geografischen Information beruht und nicht mehr auf dem Fakt, ob sie ihre Rechnungen pünktlich bezahlen oder nicht. Und das ist natürlich schon problematisch, es ist hochproblematisch, weil natürlich in diesem Bereich sie wirklich auf die Zukunft der Menschen ganz stark Einfluss nehmen. Sie erwähnten schon Bargeld, dass man auch mit Bargeld bezahlen kann. Ist ja bei uns noch möglich, auch wenn in Kenia das sozusagen schon abgeschafft werden soll. Hier kann man es noch. Wäre es dennoch denkbar, es gibt ja Leute, die sagen, ich bezahle nur noch bar, kenne ich auch einige. Wäre es dennoch denkbar, dass dann die Algorithmen einen als Suspekt einstufen, weil die sich sagen, na ja, wenn der oder die jetzt nur noch bar bezahlt, dann wird sie schon ihre Gründe haben? Also die Algorithmen nicht. Ja, die Algorithmen sind wertneutral. Das sind immer dann auch noch die Schlüsse, die Menschen daraus ziehen. Und also die Algorithmen, es ist eben die Frage, die Technik an sich ist nicht dazu entwickelt worden, uns Schaden zuzufügen. Ja, die Technik ist eigentlich auch nicht dazu entwickelt worden, ganz ursprünglich, weil sie ist ja schon ungefähr 20 Jahre alt, Menschen zu überwachen, Menschen auszusteuern, Menschen zu manipulieren. Das ist eigentlich nicht so gedacht gewesen, dass es jetzt findige Geschäftsmodelle gibt, die diese Datenanalysen, Prognosen, potenziellen Kontrollstrategien und Manipulationen einsetzen, um von uns beispielsweise ja ein bestimmtes Kaufverhalten auszulösen. Ja, das war eigentlich nicht so gedacht. Aber gut, den Weg hat es genommen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Also wäre es denkbar, dass die Algorithmen, okay, das ist interessant, wie wir Algorithmen auch schon zu Menschen machen oder über Algorithmen reden, als wären es Menschen, aber dass die dann vielleicht errechnen, der ist suspekt, weil der nur bar bezahlt? Also wie gesagt, das ist eigentlich die Bewertung dessen, der diese Algorithmen einsetzt. Ja, man könnte das natürlich, kommt immer darauf an, um welches System wir reden. Wenn wir sagen, okay, wir haben da was, sag mal, im investigativen Bereich, im Bereich der Polizei, fliegt da jetzt auch dieser Begriff des Predictive Policing herum. Damit ist nicht das gemeint, was wir jetzt besprechen. Also man muss schon ganz genau hinschauen, wie werden die Algorithmen eingesetzt, was machen die, was soll da rauskommen. Das muss man einfach anschauen. Aber wie gesagt, im Letzten sind das einfach die Schlüsse, die Menschen daraus ziehen, die diese Algorithmen einsetzen. Sie schreiben ja auch, die KI ist eine Blackbox. Man weiß am Ende nicht ganz genau, können Sie mich ja gleich korrigieren, wenn ich es nicht ganz richtig verstanden habe, nicht ganz genau, was da innen drin passiert, weil die natürlich ein Eigenleben annehmen. Heißt das nicht auch, dass die Algorithmen entwickelt haben oder zumindest die sie auch dann nutzen, gar nicht mehr verstehen können bis zum Schluss, was da eigentlich passiert? Also die sie bauen, die sollten das schon analysieren können. Es ist tatsächlich so, dass diese Form der Algorithmen, der künstlichen Intelligenz, die hier diese Datenfusion vornehmen,
die sind nicht traditionell programmiert. Also das sind keine regelbasierten Programmierungen, keine If-Then-Else-Programmierungen. Also das sind nicht einfach Ableitungen, Wege, die die Software abarbeitet, die der Programmierer direkt so programmiert hat. Bei den lernenden Maschinen ist es so, dass man die Maschinen mit einem Problem konfrontiert und die Maschinen müssen in der Lage sein, aus diesem Problem selbst eine Lösung zu entwickeln. Das ist relativ schwierig zu analysieren. Derjenige, der die lernende Maschine gebaut hat, sollte in der Lage sein, das zu analysieren. Es gibt hier spezielle Tests, die sehen anders aus als beim traditionellen, herkömmlichen Programmieren. Aber man muss auch dazu sagen, dass es teuer ist und relativ schwierig ist, diese Dinge zu analysieren. Und ich hoffe, dass wenn das hier zum Einsatz kommt, in diesem breiten Maße, wie wir das jetzt eben bei Big Data sehen, dass diese Dinge gut getestet sind. Sie sprechen in Ihrem Buch oder warnen vor einer Macht der Eliten. Inwiefern unterscheiden sich diese von früheren Eliten? Ja gut, es ist eine besondere Elite, von der ich hier spreche. Das sind eben diejenigen, die diese Algorithmen implementieren und beherrschen. Das ist nämlich, ja, das sind die Mathematiker, die Physiker, die Informationstheoretiker. Also ich rede nicht von denjenigen, die programmieren, weil Programmierung allein und die Fähigkeit zu programmieren hier nicht ausreicht. Da geht es also wirklich um Spezialwissen. Und bei der Mathematik ist es so, gibt es eben einen Bereich, der ist wirklich für Insider. Und das ist ja die Beschreibung der Welt die Beschreibung eines Problems, das man lösen möchte mit so einem Algorithmus, die findet eben in der Beschreibungssprache der Mathematik statt und das beherrscht eben nicht jeder und deswegen sind die Mathematiker jetzt hier diejenigen, die eigentlich ja die gefragtesten Menschen sind. Das sieht man bei der NSA beispielsweise. Die NSA ist das Unternehmen, die Institution, die Einrichtung, die die meisten Mathematiker wohl in den USA beschäftigt. Wobei man könnte auch doch die großen Datensammler vielleicht auch mit zur Elite insofern hinzuzählen, weil die natürlich sozusagen das Rohmaterial bei sich kumulieren. Ja, das ist was anderes. Da geht es um eine Machtverschiebung in der Gesellschaft. Das findet ganz klar statt. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Informationselite. Bei den Internetgiganten sammeln sich Daten an. Ein Google Plus, ein Google Fit, ein Google, ein Gmail, da kommen sehr viel verschiedene Rohdaten zustande und das sammelt sich alles in einem Unternehmen und wenn man die wirklich zusammensetzt, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck über den Einzelnen, ja, wie wir uns verhalten, mit wem wir zu tun haben, wie groß unsere Familie ist und so weiter. Da sammeln sich Daten, das ist das eine und zum Zweiten haben diese Unternehmen eben auch die Schlüsseltechnologien, die Sinn machen aus diesen Daten und die eben neue Informationen ableiten können aus diesen Rohdaten. Und das ist eben schon eine große Machtakkumulation, die ist hier nicht mehr beim Staat. Also früher hat man gesagt, die Geheimdienste haben sehr viel über uns gewusst und jetzt verschiebt sich das eben hin in die kommerziellen Einrichtungen und man sieht eben auch, dass Geheimdienste ja auf diese Datensammler zugehen, weil da einfach mehr Wissen vorhanden ist oder mehr Daten, mehr Informationen vorhanden ist, als es beim Staat der Fall ist. Ist ein großes Problem, weil beim Staat hat man wenigstens noch das Gefühl, wir sind der Souverän, wir können den Staat kontrollieren, wir können regelmäßig wählen, wir können in die Debatte eintreten. Das Problem ist bei den privaten Institutionen, wir haben hier überhaupt keine Kontrollmöglichkeit und das ist ein großes Problem. Sie machen 10 Vorschläge, was getan werden sollte. Und einen Vorschlag fand ich besonders interessant, weil Sie sagen, es reicht nicht, dass wir als Gegenleistung für unsere Daten kostenlose Gadgets oder kostenlose Dienste bekommen, sondern wir müssen im Grunde mehr bekommen. Das heißt, dass wir wie unsere Arbeitskraft, die wir ja auch verkaufen, dass auch die Daten Teil unseres Subjekts sind und deshalb auch, ich sag's mal so, verkauft werden müssten. Das haben Sie auch so ein bisschen theoretisch begründet. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz erklären. Ja, normalerweise ist es so, wie nimmt der Mensch am Wirtschaften teil? Der Mensch nimmt ja durch seine Arbeit, durch die menschliche Arbeit am Wirtschaften teil. Und die ist ja auch ganz existenziell für den Menschen. Das gehört ja zu uns dazu. Wir sind ja darauf angewiesen, zu arbeiten, um unsere Existenz zu sichern. Das ist mindestens mal für die Mehrheit von uns richtig. Das war bisher der Fall. Wir haben also am Wirtschaftsleben teilgenommen mit unserer menschlichen Arbeit. Jetzt in der digitalen Revolution ist eigentlich ein neues Gut hinzugekommen und das ist eigentlich ja das ganz, ganz Neue und Besondere. Wir haben jetzt persönliche Daten, mit denen wir auch am Wirtschaften teilnehmen können. Und dass das der Fall ist, sehen wir ja, weil wir sind die Wirkursache der Profite,
dieser Unternehmen, Google, Amazon, Facebook und Co. Das heißt also, hier kommt es zu einer riesigen Kapitalakkumulation, zu viel Profit, zu Umsatz, zu Profit. Und wir sind diejenigen, die diesen Umsatz und Profit eigentlich ermöglichen. Und da geht es wirklich um Milliardengewinne. Das wird dann wieder reinvestiert auf Seiten Google. Die haben sehr große Budgets, die sie investieren in Entwicklung und in Forschung. Aber wir haben im Grunde genommen praktisch nichts davon. Also wir bekommen, wir werden abgespeist, wenn man es ein bisschen polemisch ausdrücken möchte, mit relativ einfachen, billigen, in Anführungsstrichen, Plattformen. Ja, was hat Facebook jetzt für einen wirtschaftlichen Sinn für den Einzelnen? Ja, das ist eine nette Sache. Ich kann Freunde machen oder auch nicht, weil der Begriff der Freundschaft ist eigentlich zerstört durch Facebook. Was hat das für einen Wert? Ja, natürlich, wie gesagt, ich kann weiter kommunizieren, aber ich nehme eben nicht teil, ich habe keinen Anteil an dieser riesigen Kapitalakkumulation. Und da denke ich einfach, da müsste man überlegen, ob man hier eben eine entsprechende Gegenleistung an den Menschen herausgibt, der ja Wirkursache dieser Gewinne ist, einfach auch, sag mal, als regulierende Maßnahme, denn ich bin ja im quantitativen System, wo ich eben alles messe nach Nutzenmaximierung, nach Umsatz, nach Gewinn, und ich kann dann eben auch steuernd über so eine Maßnahme, Gegenleistung für meine persönlichen Daten, steuernd einwirken auf so ein System der Kapitalakkumulation. Auf der anderen Seite muss ich halt eben sagen, es ist auch so, dass es viele Geschäftsmodelle gibt, die auf unseren persönlichen Daten aufbauen möchten, die aber eigentlich Quatsch sind, ja, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Und wenn diese Unternehmen von vornherein für, sag mal, wie für andere Produktionsmittel auch, eine entsprechende Gegenleistung für unsere persönlichen Daten geben müssten, kämen die schon gar nicht so weit nach oben. Und wir wären ein Teil eben auch weiter geschützt. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Hofstetter. Ich danke Ihnen, Frau Linz.